Hallo und herzlich willkommen zur YouTube-Ausgabe von Giga Trivia. Dieses Mal klären wir unter anderem, was die spanische Polizei mit den Pokémon zu tun gehabt hat. Das alles und noch viel mehr im Trivia. Viel Spaß dabei. Kennt ihr die Fernsehserie Die fantastische Welt von Gumball? Die schon mehrfach mit Preisen ausgezeichnete Show läuft seit 2011 und dreht sich um den namensgebenden blauen Kater Gumball, der mit seiner Familie in einer Kleinstadt lebt. Und wie ihr am Intro schon erahnen könnt, ist das alles ziemlich abgedreht. In dieser Serie gibt es oft Videospielreferenzen, die meist sehr offensichtlich ausfallen. Manchmal sind diese Anspielungen aber auch sehr versteckt. Schaut euch mal folgende Szene hier an. Und, fällt euch was auf? Falls nicht, werft mal einen Blick auf diese Szene hier aus Shadow of the Colossus. Für einen Zufall ist da etwas zu viel Ähnlichkeit, weshalb wir hier mal von einer geschickt eingebauten Hommage an den PS2-Klassiker ausgehen. Übrigens finden sich in der Serie noch mehr Anspielungen an andere Games, aber das soll jetzt erstmal reichen. Auch in dieser Folge müssen wir euch leider von einem Spiel erzählen, das es nie auf euren Bildschirm geschafft hat. Irgendwann zwischen 2010 und 2011 wurde bei den Red Fly Studios an einem Star Wars Projekt mit dem Namen Damaged gearbeitet. Hauptfigur war Darth Maul, dessen Geschichte im Spiel mit der TV-Serie The Clone Wars verknüpft werden sollte. Spielerisch ging es in Richtung Stealth Action. Das große Vorbild war Batman Arkham Asylum. Die Entwicklung kam offenbar auch gut voran, bis sich George Lucas himself in die Story einmischte und einiges durcheinander warf. Dann scheiterte auch noch die geplante Übernahme durch LucasArts, was das endgültige Aus von Damage mit sich brachte. Es existiert nur wenig Videomaterial, aber das sieht durchaus vielversprechend aus. Wie immer bleibt nur zu sagen, schade. So gut wir GTA 5 auch finden, eine Sache verstehen wir nicht so wirklich. Warum gibt es in dem Spiel kein anständiges Jetpack? Stellt euch vor, was für unglaublich spaßige Dinge man in der Welt mit einem solchen Fluggerät vollbringen könnte. San Andreas hatten wir zumindest sehr viel Freude damit. Aber es scheint so, als würde man bei Rockstar an einem DLC arbeiten, der genau das in GTA 5 ermöglicht. Zumindest hat ein Mitglied der Seven Sins Community im GTA 5 Code etwas gefunden, das den Einbau eines Jetpacks vermuten lässt. Wir sind gespannt und freuen uns schon auf die Online-Matches, die dadurch bestimmt kein Stück unübersichtlicher werden. Jetzt kommen wir zu einer Geschichte, die aus heutiger Sicht ziemlich ärgerlich für Nintendo sein dürfte. Denn kurz vor der Veröffentlichung von Skylanders suchte man bei Activision nach einem passenden Vertriebspartner. Nintendo passte mit der erfolgreichen Wii extrem gut ins Profil, also präsentierte man den Japanern alles lang und breit. Aus Gründen, die heute keiner mehr so richtig nachvollziehen kann, lehnte Nintendo die exklusive Partnerschaft dann aber ab. Vielleicht glaubte man bei Nintendo eben nicht daran, dass das Konzept Erfolg haben würde. Ein ordentlicher Fehler, wenn man sich mal die beeindruckenden Zahlen von Skylanders anschaut. Dagegen wirkt der Versuch, etwas Ähnliches mit Pokémon Rumble U auf die Beine zu stellen, fast etwas hilflos. Der erste Teil von Outcast soll ja gerade per Kickstarter als HD-Remake wiedererweckt werden, wobei es da mit der Kampagne im Moment gar nicht so gut aussieht. Wir schauen uns deshalb lieber den zweiten Teil an, der für die PlayStation 2 in Arbeit war. Nachdem die Entwicklung am ersten Teil abgeschlossen wurde, wollte man beim Entwickler Appeal direkt mit dem Nachfolger loslegen, allerdings bremsten die miesen Verkaufszahlen das Projekt zunächst. Als man dem Publisher Infogrames das Versprechen gab, eine PS2-Version von Outcast 2 zu entwickeln, floss dann endlich das Geld. Die Arbeit auf der Sony-Konsole gestaltete sich allerdings als etwas schwierig, was zu mehr Arbeit und damit zu mehr Kosten führte. Als der Publisher dann auch noch in finanzielle Schwierigkeiten geriet, war das ambitionierte Projekt ebenfalls am Ende. Aber wer weiß, vielleicht klappt das mit dem Remake ja doch noch und dann ist auch ein zweiter Teil nicht mehr ausgeschlossen. Habt ihr euch mal gefragt, warum der SNES-Klassiker Secret of Evermore eigentlich den Zusatz Secret of trägt? Denn mit der Secret of Mana-Serie hat das Spiel ja nichts zu tun, auch wenn es optisch und spielerisch daran erinnert. Tatsächlich gibt es nur einen Grund, warum es zu diesem Titel gekommen ist, weil es Leute an Secret of Mana erinnern sollte. Ursprünglich hieß das Spiel nur Evermore, bis man bei der amerikanischen Abteilung von Squaresoft dann den Stift ansetzte und den Titel erweiterte. Geschadet hat es sicher nicht, auch wenn das Geheimnis von Evermore dann gar nicht so geheimnisvoll ist. Wer einen Teil der Harvest Moon-Reihe gespielt hat, kennt die entspannende Stimmung der Bauernhof-Simulation. Hättet ihr aber gedacht, dass die Entwicklung des ersten SNES-Teils alles andere als entspannt war? Erfinder Yasuhiro Wada erinnert sich mit unschönen Gefühlen daran, dass das Team kurz vor der Fertigstellung komplett auseinanderbrach. Ein externer Zuarbeiter ging außerdem bankrott, weshalb am Ende nur noch genau 3 Leute an dem Projekt gearbeitet haben. Dass das Spiel schließlich doch noch fertig wurde, liegt nicht zuletzt am starken Willen von Wada, der seine Vision um jeden Preis umsetzen wollte. Und die Nächte, in denen die 3 durchgearbeitet haben, waren aus heutiger Sicht auch alles andere als umsonst. Was hat die spanische Polizei mit den Pokémon zu tun?
Nun ja, 2012 setzte man die Operation Pokémon um. Das war ein breit angelegter Schlag gegen die Kriminalität, bei dem insbesondere straffällige Politiker im Fokus standen. Und da es von denen offenbar einige gab, wurden die Polizisten angehalten, auch wirklich alle zu erwischen. Gotta catch 'em all eben. Insgesamt wurden knapp 22 Personen festgenommen, die gegen das Gesetz verstoßen hatten. Vergleicht man das mit den mittlerweile 700 Pokémon, dann ist es jetzt nicht ganz so beeindruckend, aber immerhin. Eine durchaus unterhaltsame Geschichte haben sich Nintendo und Samsung 1995 geliefert. Nintendo hat den Südkoreanern damals vorgeworfen, sie würden indirekt den Verkauf von Raubkopien fördern und damit auch Nintendo immense Verluste bescheren. Hintergrund war, dass Samsung Speichermodule auch an Hersteller verkaufte, die im Verdacht standen, illegale Kopien von Donkey Kong Country für das SNES herzustellen. Samsung reagierte umgehend mit einer Gegenklage, in der man alles abstritt und Nintendo kurzerhand im Gegenzug Rufschädigung vorwarf. Aber noch bevor sich damit ein Gericht beschäftigen musste, einigten sich nicht nur beide Parteien, sondern man ging auch gemeinsam gegen Raubkopierer vor. Warum nicht gleich so? Und wo wir gerade beim Thema Kopierschutz sind, der ein oder andere wird wissen, dass Sega beim Dreamcast nicht auf normale CDs oder DVDs setzte, sondern ein eigenes Format entwickelte. Die sogenannten GD-ROMs hatten Platz für etwa 1,2 GB an Daten, aber eigentlich ging es Sega um etwas ganz anderes, Raubkopien. Mit ihrem eigenen Format wollte man den Spielepiraten von Anfang an einen Riegel vorschieben, was leider ordentlich nach hinten losging. Es dauerte kein Jahr, bis sämtliche Hindernisse aus dem Weg geräumt waren und alle Raubkopien auf der Konsole einwandfrei liefen. Zwar beflügelte das auch eine lebhafte Hobbyentwicklerszene, dem Verkauf von Spielen tat es aber natürlich alles andere als gut. So, das war auch schon wieder die ganze Folge. Ihr findet die neueste allerdings schon wieder auf giga.de, nämlich genau dort. Und auf der anderen Seite, da kommt ihr zu einem Giga-Gameplay und zwar zum DLC zu Outlast. Whistleblower nennt er sich und da habe ich mich schon ein, zwei Mal erschrocken. Könnt ihr euch da angucken, egal was ihr jetzt guckt. Viel Spaß dabei, bis zum nächsten Mal.